Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blood Moon Year of the Wolf Box von The Game. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blood Moon Year of the Wolf aus dem Jahr 2014. Es ist ausnahmsweise mal eine Box aus dem US-Rap, keine Deutsch-Rap-Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Also im deutschen Rap ja seit vielen, vielen Jahren Standard oder ja mehr oder weniger Standard, zu einem Album auch eine Box zu releasen. Im US-Rap wenig bis gar nicht der Fall. Die sind nach wie vor sehr stark auf ja, CDs, Vinyls oder auch digital. Aber Boxen dort so gut wie nicht vorhanden. So. Okay, hier haben wir noch so einen Beilegezettel. Also, die Box sieht so aus. Es ist eine weiß-rote Box. Auf dem Cover haben wir einmal den Schriftzug von The Game. Darunter lesen wir Blood Moon Year of the Wolf. Und dann haben wir auf dem Cover hier ein kleines Mädchen in einem roten Kleid mit roten Ballerinas. Und vor ihr liegt ein Wolf auf dem Boden, der spannenderweise hier auf der rechten Wange dasselbe Tattoo hat oder ja, dieselbe, in dem Fall Bemalung auf dem Fell hat, wie der Game im Gesicht trägt, und zwar diesen roten Stern mit dem schwarzen LA darin. Die Seiten sind ebenfalls in weiß und rot gestaltet. Hier lesen wir auch nochmal The Game, Blood Moon, Year of the Wolf. Es zieht sich hier so durch. Also alle Seiten hier beschriftet. Auf der Rückseite war eben dieser Zettel hier noch angemacht. Und zwar haben wir hier einmal die Tracklist. Wir haben 15 Tracks plus 4 Bonustracks, also 19 Tracks. Und dann lesen wir hier noch T-Shirt, Size L, Poster and Sticker. Dann haben wir hier, wie auch bei den Deutsch-Releases, die ganzen Credits und natürlich einen Barcode. Hier The Game abgebildet, auch hier mit Wolf, trägt hier ein Trikot aus seiner eigenen Kollektion von Blood Money Entertainment. Passend auch hier der Wolf drauf. Und wir haben jede Menge Features auf diesem Album. Und zwar haben wir Features, ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber unter anderem von 2 Chainz, Soulja Boy, Lil Wayne, Chris Brown, French Montana, Tiger. Und was mich besonders gefreut hat, ist hier bei den Bonustracks Nummer 4, Kollega. Also dieser Track, der hat zwei Versionen, und zwar einmal hier, Track Nummer 11, wurde auch als Video ausgekoppelt, und dann gab es dazu dann einen Remix oder eine Alternativversion, wo eben Kollega mit drauf war. Und das Spannende ja, also dieses Album hier im Oktober 2014 erschienen, und The Game war ja auch auf diesem Album drauf, von Kollega, auf dem Track Rolex Daytona, und das im Mai 2014 erschienen. Also hier dann das, ja, das Rückfeature von Kollega dann auf Blood Moon Year of the Wolf. Gut, wir schauen mal hinein. Schwarz von innen. Dann haben wir hier einmal einen Sticker, ein Poster, eine Bonus-CD, das Album an sich, und ein Shirt. Von ihnen die Box in schwarz gehalten. Machen wir mal wieder zu. So. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Dieses noch eingeschweißt. Bedeutet, wir werden das hier mal aus der Folie holen. Gut, nicht so einfach, so, aber jetzt haben wir es geschafft. Also, das Cover, wir schon auf der Box, mit diesem Mädchen und dem Wolf. Und hier links in der Zierleiste, also von dem Jewel Case hier, haben wir dieses typische Muster, das man kennt von Bandanas oder so,
wie es die Bloods in diesem Fall tragen, der Game ja aktiver oder ehemaliger Gangmember. Hier lesen wir The Game Blood Moon Year of the Wolf. Auf der Rückseite auch wieder The Game samt Wolf abgebildet, Tracklist. Dann haben wir hier noch die Social Media Kanäle von The Game, Credits und Barcode. Okay, schauen wir mal hinein. So, bevor wir zu der CD kommen, schauen wir mal kurz in das Booklet. Wir haben hier auch wieder Blood Moon Year of the Wolf und diverse Leute, Frauen, Männer, vor Autos sitzend. Wir haben hier einmal einen, dürfte ein Rolls-Royce Phantom sein, und dann einmal ein Mercedes. Die Frage SLS, so wie ich das sehe. Dann haben wir hier auch diverse Leute abgebildet, in dem Fall Cash Jones und The Game. Kimberly Jones, okay. Also sagen wir jetzt nichts diese zusätzlichen Leute. Es dürften alles auch Rapper bzw. Produzenten sein, also ein passender und klingender Begriff, aber die Frauen, muss ich ehrlich sagen, sind mir jetzt nicht so geläufig. Blood Money natürlich sein Label, die hier den eigenen Merchandise präsentieren. Dann die Credits und auch hier wieder ein Foto mit Merch natürlich. Okay, dann schauen wir uns mal die CD an. Die sieht so aus, also auch hier so ein Auge, dürfte auch von einem Raubtier sein, hier mit dem Fell rundherum. Und hier wieder dieses rote Blood Bandana. Hier wieder der Wolf abgebildet mit roten Converse im Maul und hier rotem Bandana. Und auch hier sieht man jetzt wieder das LA auf der rechten Seite. Dann haben wir eine Bonus-CD, auf dieser ja die vier Tracks, die hier aufgelistet waren. Vier Tracks an der Zahl. Kommen in so einem Digisleeve in einer Papphülle. Ah, okay. Hätte ich euch auch hier zeigen können. Vier Tracks an der Zahl. Unter anderem eben Kollega mit dabei. Die CD sieht so aus, wie auch schon die CD, also die Standard-CD im Album. Nur eben mit dem Zusatz Bonus-CD. Kommt in einem Digisleeve. Dann haben wir einen Sticker, dieser im rechteckigen Format, The Game Blood Moon Year of the Wolf. Das ist ein Hochglanzsticker. Dann haben wir ein T-Shirt und ein Poster als weiterer Inhalt. So, schauen wir uns mal kurz das Poster an. Das ist die Grafik, die wir auch schon aus dem Booklet kennen. Also es dürften wohl alle Leute sein, Männer und Frauen, die irgendwie an dem Label oder an The Games Imperium, sag ich mal, beteiligt sind. The Game Blood Moon Year of the Wolf, einseitig bedruckt, im Querformat, Rückseite blank weiß. So, jetzt ist die Frage, ob ich das wieder zusammenbekomme. Sehr schön. Und dann haben wir noch ein Shirt. Also wir haben hier ein weißes Shirt und das Spannende ist, auch die, was man jetzt hier schon sehen kann, auch die Army Rapper haben in dem Fall hier Gilden in Verwendung. Also wir lesen hier The Game Blood Moon Year of the Wolf und darunter im Bauchbereich haben wir wieder das kleine Mädchen mit dem Wolf. Neckprint haben wir keinen und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brustbereich The Game Blood Moon Year of the Wolf. Und dann hier weiter unten wieder das kleine Mädchen mit dem Wolf. Im Bauchbereich ungefähr. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das richtig gut. Auch wenn ich auf das hier ehrlich gesagt verzichten hätte können, aber es ist halt von der Farbe her noch ein netter Kontrast.
Aber alleine von dem Aufdruck hier auf der Brust gefällt mir das richtig gut und kann man auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster im Querformat einseitig bedruckt, dieser Sticker ebenfalls im Querformat, die Bonus-Songs, die Bonus-CD und natürlich das Album an sich. Also ihr seht schon, rein vom Inhalt her unterscheidet sich das Ganze jetzt nicht allzu von den deutschen Boxen, also kann man durchaus mit deutschen Boxinhalten vergleichen. Das alles in dieser wunderbaren Box, Blood Moon Year of the Wolf von The Game. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr The Game unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.